Liebe Kochprofis, bitte helft uns. Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Ihr seid unsere letzte Chance. Also wenn ihr nicht weiter wisst mit uns, dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Also wir wissen nicht, wo der Fehler ist. Zeigt uns die Fehler und wir möchten daraus lernen. Das ist wirklich die allerletzte Chance für uns. Bitte. Du hast hier eine Bulette, eine Currywurst, einen Schnitzel, irgendwie einen Schaschlik. Viel Ketchup, viel Curry, Kippe, Zimpel, Zwiebel, Knoblauch, so was man kennt, ja? Du denkst an große Mahlzeiten, weil die Jungs haben ja auch Hunger irgendwie. Und zu Fine Dining, glaube ich, passt jetzt nicht so da rein. Brambauer, Stadt Lünen, Stadtteil Brambauer. Wo wir überall rumkommen, ne? Was wir alles sehen. Das ist jetzt die Frage, ob das gastronomisch hier wirklich der Spot ist, wo man sein soll. Die Gegend ist halt da, ich sag mal, jedes dritte Haus an der Hauptstraße ist leer. Ja? Du hast ein paar Spielcasinos, dann ein paar Solarien und dann ab Nebenstraße, ja, dann wird's bitter, ne? Das ist, da wohnen halt Leute, aber auch nicht jedem Haus ist da ist Leben drin. Vieles zu, ja? Ja. Hier Spielhalle auch wieder, ne? Also das ist so das, was noch hält. Ja, und zwar jede dritte Lade Spielhalle, ne? Ja. Ob ich da einen Laden aufmachen würde, ich glaube nicht. Feuerfangen. Ja, bitte sehr. Meine Frikadellen hoffe ich, dass sie sehr gut ankommen. Bei den Kochprofis, bei den Gästen kommen sie gut an. Die sagen immer, wir wären Weltbesten, aber ich sage mal Deutschland. Unsere aktuelle Lage ist so, dass wir Schulden aufgebaut haben. Also ich jetzt Schulden aufgebaut habe. Mietschulden, Versicherungsschulden, Bankschulden, Lieferantenschulden. Ich hatte mein Erspartes, was ich hatte, habe ich mit reingebuttert schon. Da ist jetzt Ende. Ich fühle mich jetzt momentan so ein bisschen als Versager. Wir leben jetzt im Moment von Hartz IV. Und davon wird auch noch hier wieder reingebuttert. Zwischendurch sagt sie, lass uns aufhören. Wir können von Hartz IV besser leben als hier. Das ist ja meine Gesundheitssituation noch. Dass ich auch diese Sozialphobie habe. Da hat man vor allem Angst, was kommt. Für mich sind die Kochprofis die letzte Hoffnung. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir rum. Und dann Pädekotten. Ja. Ich hab mal reingeschaut und das Ding, das ist so eine grüne Außen. Kommen wir weiter? Außenfassade? Ach, das sind sie, das grüne Haus. Das muss es sein, ne? Navi spricht an. Ist nicht schön, ne? Krasse Farbe, da musst du echt irgendwie, Das musst du mögen, ne? Das ist jetzt kein Mintgrün, sondern das Giftgrün, ne? Und Giftgrün passt halt zum Essen auch nicht. Ich meine, wir reden über zwei Grüntöne, die absolut sich nicht mögen, schon per se nicht. Ich meine, die taucht nicht mal im Wald auf, diese Farbe, ne? Die gibt's gar nicht auf der Welt. Nur im Baumarkt. Nur im Baumarkt, da wächst die Farbe. Wunderbar. Also, was ist denn so außergewöhnlich bei den Buletten? Kann ich dir nicht sagen. Ja, das ist deine Frau hat gesagt, sie schmecken halt, ja, haben wunderbar. Die Leute gesagt. Sagen die Gäste, ne? Danke. Hier ist eine kleine Bratpanne hier, ne? Auf der Rückseite, ne? So. Bisschen dunkel, oder? Ein bisschen, ja. Jetzt mal. Mhm. Ja, ich finde, man sagt immer, die Weltbeste ist immer lustig, so sage ich auch mal. Ne? Hier in diesem Raum sind es die Weltbesten. Ne? Ist ja auch deren Welt hier drin. Ne? So kann man das sagen. Ja, wenn Weltbeste ist immer, wenn man seinen Partner liebt, dann wird er sowieso der beste Koch der Welt. Die war okay, weißt du, aber die braucht mehr Historie. Also die braucht mehr Euphorie, die braucht mehr Motivation. Also da muss viel passieren. Sonja, kommst du einmal rum? Das waren ja deine Buletten, oder? Dein Rezept. Ja, das waren jetzt meine. Ein bisschen dunkler waren. Vorhin habt ihr ja schon mal gesagt, so die Situation, also die Farbe wollte der Pächter, ihr steht da gar nicht dahinter. Wie läuft sowas? Die Farbe war ja vorher orange-rot von außen. Ja. Und da haben wir gesagt, das möchten wir nicht mehr haben. Und dann haben wir dem Vermieter gesagt, wir hätten gerne diese oder diese Farbe. Mhm. Und dann hat der gesagt, wenn schon, dann knall ich grün. Okay. Gott, ist das die Scheiße. Also Orangenschale, Johannisbeere, das ist halt, ich sag mal, oldschool. Ne? Es ist 85,90. Very oldschool. Ja, ja. Very, very oldschool. Ich schneide mal hier rein. Garpunkte ein bisschen auch checken. Beim Schwein. Ich habe ja so eine Nusssoße dazu. Mhm. Guck mal, das ist schön gebraten. Mhm. Für ein Schwein. Das passt. Ne? Mhm. Ich hab den. Und dann hier mit dem Süßchen mal. Mhm. Schmeckt mir jetzt nicht schlecht.
Okay. Das ist mir hier so Soße drüber geschüttet, ne? Genau. Das ist tatsächlich hier so ein Ding, das mögen die Leute ganz gerne, wenn da irgendwie eine schwere Soße auf dem Schnitzel liegt. Ich sagte mir, nur schade, wenn man so eine Kruste hat, so bei der Panade, und dann ist die, wird die ertrinkt, ne? Ich hab's auch nie verstanden. Abheben tut sich von nichts, ne? Aber auch nicht schlecht. Ne? Finde ich jetzt auch. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Ja. Was bringt es dir jetzt hier irgendwie mit dem aufgeschäumten Süßchen zu arbeiten? Nix. Nichts, also nicht gewöhnlich. Ja. Gewöhnliches Zeug hat die Erwartungen jetzt erfüllt, sage ich mal, weil die Messlatte nicht hoch war. Aber für ein zweites Mal muss ich nicht hin. Ne? Die schlechteste Kritik wäre, glaube ich, wenn sie sagen würden, nee, das kannst du alles vergessen. Aber ich hoffe, dass sie vielleicht ein bisschen was Positives sehen. Das ist aber auch, wie geht das denn hier? Ja, ne? Ihr dürft gerne hinten rumkommen. Ja, wie läuft denn das hier? Ja, wir laufen im Kreisel. Ja, und mittendrin ist eine Siegessäule, ne? Das ist auch mal nett, ne? Aber hier kann man wunderbar arbeiten, wenn man sich nicht mag, ne? Ja, man sieht den anderen nicht so wirklich. Ja, es ist alles ein bisschen primitiv, wir haben uns alles selber anschaffen müssen. Okay. Bis auf die Spüle und die Haube, außer die Siebe, die sind auch noch unsere. Also, ich sage, das ist ein bisschen so hobbymäßig, ne? Momentan ja. Momentan ja. Ich fand das Schnitzel mal halt wie normal, ne? So einfach normal, ne? Aber ist halt das Thema recht normal? Nee. Normal reicht eben nicht zum Überleben, glaube ich. Das ist immer normal. Was? Man kann es wesentlich raffinierter machen, mit ein bisschen mehr Finesse. Der Punkt ist halt, was Flo auch gerade gesagt hat, reicht das heute? Also ich meine, du willst ja als Gast immer was bekommen, was du so zu Hause nicht mehr ebenso machst. Ne? Ja, ja. Eigentlich ist euer Ding relativ, finde ich, klassisch hier für die Gegend. Ja. Aber hättet ihr Lust darauf, vielleicht mal zwei, drei Gerichte daraus vielleicht auf den neuesten Stand zu bringen? Ja, gerne. So, so Pottkracher, ne? So richtige Kracher aus dem Pott. Ja, gerne. Wollen Sie mich, was ist eine typische Ruhrpottküche? Was ist ein typisches Gericht? Potter? Seid ihr aus dem Ruhrpott? Nein. Nee. Nee. Ich bin Sauerländer. Typisch Pott, da kann ich auch nicht viel sagen, weil ich bin eigentlich ein Oberberger. Und ich habe von dem Pott, den Küche, noch nicht viel. Dagmar kocht kein Pott. Also wenn wir jetzt mit euch ein bisschen auch in die Kulinarik eintauchen wollen, ein bisschen frisch kochen, dann hat sowas natürlich keinen Stellenwert, ne? Okay. Zeig doch mal die Regale, alles, was du hier hast, dann können wir vielleicht schon mal ausmisten. Können wir ja. Schauen wir mal, ne, ob viel da ist, viel Auffälliges. Was du alles so da hast. Ob viel Auffälliges im Regal ist. Was mir natürlich als Koch sofort ins Auge fällt, sind diese ganzen Convenience-Sachen, Würzmischungen und so weiter. Ich kann das per se nicht leiden, das Zeug. Das ganze Convenience-Zeug, das muss weg, weil das kannst du zu Hause machen. Ne? Zu Hause machen es auch die meisten, da sage ich ja nichts dagegen, gebe mich auch nichts an. Das ist das Schlimmste. Okay. Also, und da ist genau dasselbe drin. Ist so? Ja. Das kommt auch in die Kiste, oder? Okay. Okay, pass auf, ne? Guck mal, aber schon mal, das ist das einfachste Gericht der ganzen Welt. Ich weiß, aber das war jetzt ein Überbleibsel von. Ja. Das ist wahrscheinlich schon abgelaufen. Leg's da mal rein. Besser ist das. Ich habe hier noch was gefunden. Ich glaube, das ist auch noch so die klassische Farbe. Ja, das war ein Fehlkauf. Aber merkst du eigentlich die ganze Zeit, ich finde es so süß, weil das ist wirklich auffällig. Du sagst bei jedem immer Überbleibsel, Fehlkauf. Fehlkauf, das war ein Fehlkauf. Ich kenne die ganze Zeit. Ich habe so mit Proforma mitgenommen. Nein, ich wollte so gekönnt. Das war schon da. Ich habe mich vergriffen. Ja, okay. Zum Thema Sicherheit in der Küche habe ich das mitgenommen. Zerstören und wieder aufbauen. Ja? Das Zeug fliegt raus und morgen gehen wir mit frisch an den Start. So, jetzt sind wir mal auf dem. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ist es Ihr Würzing hier? So, zack. Was für schönes Material, ne? Jetzt muss ich mal anfassen, ne? Ja. Das ist doch mal Schöpfung, das ist doch die Natur, oder? Wie schön ist das denn? Dieses Blatt ist auch noch zu viel, das kann noch hier bleiben. So, ich reiche dir mal weiter an unsere Köchin. Ja. Weil sie ist die Köchin, schau mal. Ne? Das fühlt sich gut an? Die hat ein super Gewicht auch, ja. Wie wird der hier gegessen, wie wird der zubereitet, der Würzing? Wenn diese großen Köpfe gefragt sind, ist für Rouladen. Okay, das ist ein typisches Gericht hier aus der Region. Die Leute wickeln den ab. Okay. Wickeln Rouladen davon und die werden dann eingefroren. Der esse ich heute Abend im Modellzimmer. Wie Kaninchen. Nein, in 2 Kilometer wird der schon wieder verarbeitet. Das ist mal Regionalität, ne? Das ist Ökologie, ne? Näher geht nicht. Ja, ja. Schneller geht nicht, besser geht nicht. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. 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 Da mache ich 20 bis 30 Portionen draus. Ne? Das ist so dankbares Gemüse, dann ist es gesund. Es wächst das ganze Jahr. Es wächst im Umkreis von 2 Kilometer zu unserem Restaurant. Meine, da schließt sich doch der Kreis. Jetzt haben wir schön Würzing mitgebracht. Das ist halt die Sache, was kann man daraus zubereiten jetzt? Ne? Also ich mache einen Wirsing-Eintopf, habe ich mir überlegt. Und ich meine, jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen weiter kochen. Eine gute alte Currywurst. Und ich dachte, vielleicht machen wir gleich noch mal von meiner Seite noch mal so eine richtig schöne, fruchtige, leicht scharfe Currysoße. Mhm. Mhm. Vielleicht können wir die heute Abend mal jemandem zum Probieren geben. Der Dartverein kommt heute zum Training.
Okay. Die werden, die Damen, ist eine Damendartmannschaft, die werden doch da wahrscheinlich gut bereit zu. Ja, schaffst du es zeitlich? Das könnte ich hinkriegen, ja. Ja. Okay, die Damen kommen da in der... Um 18 Uhr kommen die an, dann spielen die vielleicht ein, zwei Runden und dann haben die meistens Hunger. Dann machen wir es, also ich finde ja auch die Ruhrpott-Klassiker sollten schnell zubereitet sein, ja? Weil das ist kein Shishi, ne? Nein. So, in einer Stunde ist alles erledigt, ja? Ich mache die Krüstchen, ihr die Currywurst. Und Würsing, in einer Stunde schicken wir alles raus, fertig. Machen wir. Es muss auch ein bisschen mit Dampf unter Strom schnell rausgehen. Super. Da haben wir doch eine Möglichkeit, heute mal wirklich frische Sachen zu kochen, die wir heute erlebt haben, eingekauft haben, umzusetzen, um auch mal ein direktes Feedback zu bekommen. Ist es das, was hier ankommt oder nicht? Wir starten jetzt mit Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, ja? Und ein bisschen Chili. Jetzt kommt es noch wilder, jetzt mache ich noch ein bisschen Banane rein. Du kannst schon mal schön rühren. Dazu gebe ich jetzt quasi meine verschiedenen Currysorten, ne? Und meine Aprikosen auch direkt dazu. Guck. Und jetzt kommen hier diese verschiedenen Gewürzmischungen, also Currysorten auch, ne? Hier haben wir zum Beispiel ein Paprikapulver, ein scharfes, ein Madras Curry, das ist hier nicht so ein scharfes Curry. Dann haben wir hier ein Masala, auch eine Gewürzmischung, Kreuzkümmel und Kardamom und Zimt. Bisschen davon, bisschen davon, bisschen davon. Das riecht super, ne? Ja. Was sagst du? Das Ganze lösche ich jetzt ab, in dem Fall nicht mit Weißwein, sondern ich mache ein bisschen Osa. Genau, und das wird halt einfach eine Curry-Fruchtsoße, aber die wird auch schon ein bisschen schärfer. Und dann kochen wir das richtig schön ein. Wo muss das Löffelchen rein? Ins Töpfchen. Boah, ist aber fruchtig, ne? Lecker. Schön, oder? Die Schärfe kommt gleich. Ja. Aber nicht zu krass. Nee. Wenn du so lieb bist, geh du doch einfach in die Küche und brätst mir die einfach schön, schön goldbraun. Ich mix die Soße und dann Aroma, ne? Ja. Super. Also das fand ich jetzt im Rückblick finde ich das am allerbesten. Ja, das habe ich mir auch Beste so gedacht. Kommt zum Schluss her. Ja? Das selber hat mir auch gedacht, das ist das beste Gericht. Momentan sind meine Gefühle, ich habe es geschafft. Ich habe das Essen rausgebracht. Puh, durchatmen. Jetzt habe ich natürlich Angst ein bisschen vor den Noten, die da kommen von den Testessern. Auch in die Mitte rein. So, wie geht's dir? Sag mal. Alles gut? Ehrlich gesagt? Ja? Ach, warum das denn? Aufgeregt? Ja. Aber was hast du denn für ein Gefühl? Angst. Vor was hast du Angst? Ja, schlechte Kritiken zu kriegen, dass ich. Ich weiß nicht. Ja, ich kann das einfach nicht. Nein. Wo ist dein Selbstvertrauen hin? Weg. Weg? Verkocht, ist in den Topf reingefallen und weg war das. Ja. Okay. Keine Angst mehr jetzt, ne? Du hast echt abgeliefert heute. Und das haben wir, wir haben es voller Staunen auch wirklich mitgemacht. Die Küstchen waren 1:1, wie ich es gestern gemacht habe. Ne? Und es ist natürlich auch schön, wenn man so, wenn zum Coaching sofort zugreift. Also so schnell. Weißt du, innerhalb von einer Nacht irgendwie sitzt es drin, patz, patz, patz. Keiner von uns beiden hätte geglaubt, dass das so funktioniert. Nee. Dass es irgendwie in der Geschwindigkeit kommt, dass es so zeitgleich kommt, dass es in der Qualität kommt. Und dass es eben unser Herzen erobert. Ne? Das war dann schon Thema. Ne? Also selbst ich hatte noch nie so eine Note in der Schule. Ne? Aber wir haben hier echt einen Durchschnitt von 1,7. Das bedeutet 1 minus. Das ist schon wow. Ja, ne? Leute. Komm mal her. Super, oder? Danke schön. Da fällt jetzt ein bisschen Druck ab, oder? Alle Kategorien waren erfüllt und wurden wirklich mit 1, 2 und 3 belohnt. Am Schluss war es ein Schnitt von 1,7. Das ist schon mal ganz Masterpiece. Ruhrpott-Küche für mich, Haken hinter, gecheckt, passt. Also all die Gerichte, die wir heute verkostet haben, passen 1:1 hier hin. Und dann hast du halt auch noch die Currywurst, wo ja jeder sagt, die gehört hier auch hin. Also so Manta-Platte, ne, finde ich auch super. Und dann machst du noch 2, 3 Dinger. Und ganz im Ernst, was braucht ein kleiner Laden mitten im Ruhrpott? Mehr als 5, 6 leckere Ruhrpott-Style-Gerichte. Also nichts. Ihr seid ein sympathisches Duo und ich glaube, wenn ihr das einfach in einem kleinen, bescheidenen Rahmen macht, irgendwo vielleicht, wo mehr los ist. Ja. Das können ein paar Quadratmeter weniger sein, ne? 3, 4 Sachen reichen. Eine schöne Bulette, so ein Schnitzel, so ein Krüstchen, herrlich, ne? Ihr seid der Kumpels. Willkommen im Pott, das habt ihr jetzt gemacht, ihr gehört hier dazu. In diesem Fall, ja, lass uns mal knuddeln, da sind wir weg. Ja, komm, einmal knuddeln geht immer, ja?
Sonja, ciao. Schönen Tag, ja. Danke, danke für die Zukunft. Macht es gut, ja? Ich glaube nach wie vor, dass die Location irre schwierig ist oder fast unmöglich, um daraus irgendwie einen erfolgreichen Laden zu machen. Vielleicht kriegen sie es aber hin, einfach wirklich den Punkt gemeinsam zu treffen, zu sagen, okay, der Pachtvertrag läuft aus, wir wechseln nochmal die Location, ein kleinerer Laden, einer besseren Ecke. Und wenn sie dann so kochen wie heute, dann sehe ich eigentlich Daumen hoch. Hi. Hi. Wir wollen uns nochmal recht herzlich bei den Kochprofis und dessen Team bedanken für eure super Hilfe. Ich möchte mich persönlich bei Fo bedanken für das super Krüstchen, das hier super ankommt bei den Leuten. Und ich natürlich bei Nils für die super Currywurst. So viel Currywurst haben wir noch nie verkauft. Ja. Ist der Renner. Es wird auch langsam besser. Es kommen immer mehr Kunden, Fremde rein, die noch nie hier waren. Dank euch. Auch neue Anmeldungen jeden Tag. Ja. Diese Woche haben wir schon 40 Anmeldungen. Ja, und wir sind richtig happy.